Hallo und herzlich willkommen im Selbsterkenntniskanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. In diesem Video geht es um die Kabbala-Lernaufgabe mit der Nummer 4. Damit du das Ganze besser verstehen kannst, beziehungsweise dass du überhaupt erfährst, was die Kabbala bedeutet und was sie dir alles geben kann, dafür schau dir bitte das Video an, Kabbala, die Einführung. Kurz gesagt geht es hierbei darum, dass in der Kabbala gibt es 10 Urkräfte, 10 Urenergien. Und diese Energien stellen dann die verschiedenen Lernaufgaben dar. Wenn wir uns aber unseren Lernaufgaben nicht widmen, dann entstehen Blockaden und die werden Stauungen und Probleme verursachen in bestimmten Teilen unseres Körpers oder auch emotional. So, was bedeutet es aber nun, die Lernaufgabe Nummer 4 anhand der Kabbala zu haben? Generell geht es hierbei um die Themen, dass du nach deinem Herzen lebst. Das bedeutet, folge deinem Herzensruf. Hör nicht drauf, was die anderen sagen oder was die anderen meinen, was du tun sollst. Höre auf dein eigenes Herz und drücke das, was du in deinem Herzen wahrnimmst, was du empfindest, drücke es aus auf allen Ebenen. Drück dich aus, sei es handwerklich oder künstlerisch oder schriftstellerisch, egal wie, drück dein wahres Wesen aus. Lebe authentisch, lerne authentisch zu leben, das heißt entsprechend deinem wahren Sein, deinem wahren Naturell. Das ist die Lernaufgabe, die es hier zu bewältigen gibt. Wenn du hingegen aber Probleme zum Beispiel in der Kommunikation hast, denn die Kommunikation ist ja auch eine Form des Selbstausdrucks, dann merkst du, dass du noch was zu lernen hast bei dieser Aufgabe. Oder es, also in dem Fall zum Beispiel, könntest du Angst vor Kommunikation haben oder Angst mit bestimmten Menschengruppen zu reden. Aber es kann auch anders sein, dass du dich sehr stark ausdrückst, indem du sehr aktiv bist und sehr viel unternimmst und sehr viel redest, aber auch dann bist du nicht wirklich bei dir. Komm bei dir an, geh in dein Herz hinein, finde heraus, wer du wirklich bist und dann lebe es ganz entschlossen, lebe dein Herz sozusagen. Was dein Herz dir zeigt, lebe es dann, lebe dein wahres Wesen und sei authentisch. Wenn du nun wissen möchtest, welche Lernaufgaben du dir anhand der Kabbala ausgesucht hast und welche Probleme sich ergeben, wenn du mal wieder Blockaden hast. Es ist nämlich sehr, sehr hilfreich, dies zu wissen, was dann geschieht. Haben wir zum Beispiel ein Wehwehchen und dann schauen wir nach, ach, das kommt daher, weil ich da und da meinen Weg wieder verlassen habe. Oh, dann erinnern wir uns wieder daran, beginnen wieder uns mit der Lernaufgabe zu beschäftigen und das wird sehr hilfreich sein bei den Problemen, die du hast. Also, wenn du herausfinden möchtest, was deine Lernaufgaben anhand der Kabbala sind, dann klick jetzt bitte unten auf den Link. Du wirst in den Selbsterkenntnis-Shop weitergeleitet, wo du deine ausführliche Kabbala-Analyse bestellen kannst. Dies hier war nur ein klitzekleiner Auszug aus dieser Analyse. Ansonsten bewerte und kommentiere bitte dieses Video und abonniere den Selbsterkenntnis-Kanal, damit du auf dem Laufenden bleibst. Alles Gute, tschüss!